Regie? Ja, Action, sagt er. Zum zweiten Mal heute. Der Matthias. Nochmal herzlich willkommen. Allen, die jetzt hier sind gerade, zur Eröffnung des Mehrgenerationenspielplatzes hier in Borkheide. Mit dem kleinen Hinweis, dass wir den Platz jetzt heute hier circa eine Stunde öffnen. Dann wieder schließen müssen wegen dem Rasen natürlich, der zweimal gemäht werden muss. Heißt, dass wir in der Tendenz von 4 bis 6 Wochen zur richtigen Eröffnung, dann ist er dann einfach offen, kommen werden. Ich glaube, begrüße alle Gemeindevertreter, die da sind, ne? Alle Gäste Borkheider und die Kinder, die hier gekommen sind zum Spielen. Und vor allen Dingen auch die Direktorin, die auch schön nachher die Schaukel benutzen wird und andere Sachen machen wird, denke ich mal. Ich hoffe doch stark. Wir haben ja auch die DLRG hier, also die Erste Hilfe ist hier gewährleistet, das ist kein Problem. Und wir haben auch extra noch, wer sich jetzt hier vorne mal, ja, die Kamera läuft jetzt ein bisschen, muss man so drehen. Wer hier vorne mal guckt, sieht den Aufstieg. Der ist nochmal gekürzt worden, den haben ein etwas stabilerer Herr hier ausprobiert. Nicht ich, der Herr Lütscher hat den ausprobiert und wir haben es befunden, zu hoch, da kommen wir nicht mehr hoch, also haben wir die nochmal gekürzt, dass wir da auch hochkommen. Ist auch erfolgreich absolviert worden, ja. Die Idee entstand des Spielplatzes in 2014 schon im Sozialausschuss. Wir haben überlegt, wir haben ja eine Spende bekommen, was machen wir mit der Spende, und haben dann gesagt, okay, so ein Spielplatz, den könnte man hier errichten. Vor dem Gemeindehaus haben dann auch verschiedene Spielplätze besichtigt. Edda war da in erster Reihe, in erster Front. Und Peter, wo ist er? Da ist er, genau. Wir haben dann Vorschläge gemacht, wir haben uns Bilder, wir haben uns Firmen geholt, wir haben geguckt, wie das wirklich aussehen kann. Burkhard hat fleißig gezeichnet. Wo ist er? Da ist er. Wo? Ja, da ist er. Fleißig gezeichnet, und dann ist das gewachsen und entstanden. Wir haben 2 Jahre gebraucht, bis er fertig war. Wir haben Kosten von insgesamt, jetzt kommt es, aber nicht bloß der Spielplatz. Also der Spielplatz mit der Feuerschale, mit allem, was so da ist, mit der Pflasterung hier, die Außenanlagen, von 243.000 Euro. Ja. Wir haben aber auch die Spende dementsprechend verwendet, und da möchte ich mich nochmal bedanken über die 14.000 Euro Spende von Frau Steckfuß, ja, ist das richtig? Steckfuß und Frau Böhnke, da sitzt sie. Die haben hier ein Grundstück verkauft und haben uns das Geld dementsprechend gespendet. So sind natürlich auch einige Spielgeräte konnten beschafft werden. Dann haben wir noch eine weitere Spende. Wo ist der Uwe? Ich sehe, ja, da, ich stehe alle in meinem Rücken. Der Uwe hat hinten den Schachbretttisch als Gemeindevertreter von seinen Aufwandsentschädigungen der Gemeinde gespendet. Dementsprechend ist auch ein Schild dran, ne? Ja. Nochmal recht schönen Dank, und vor allem auch nochmal recht schönen Dank an die Frau Böhnke und an die Frau Steckfuß für die Spende. Ja, ich möchte eigentlich auch nicht mehr weiter reden, weil die Kinder wollen sicherlich mal so ein bisschen ausprobieren. Also momentan geht's in dem Klettergerüst an der Schaukel, und die Kugel wird es noch nicht im Gange. Die Bindspielgeräte könnt ihr gerne ausprobieren für eine Stunde. Und auch natürlich alle Erwachsenen können das. Und dann werden wir das wieder schließen. Und ich würde nochmal ganz kurz unseren Amtsdirektor sprechen lassen, und dann, ja, geht's los. Ein Mehrgenerationenspielplatz, und das trifft genau den Kern dessen, wonach ich meine Tätigkeit auch ausrichte. Das heißt, die wichtigsten Teile unserer Bevölkerung sind die ganz Kleinen, das seid ihr, die Kinder, und am anderen Ende des Lebens, sage ich immer so, das meine ich nicht despektierlich, weil das ist der natürliche Lauf, unsere Senioren, das sind die, um die wir uns am meisten kümmern sollten und kümmern müssen, weil alle, die so dazwischen liegen, die können sich selber helfen. Und das ist genau der richtige Ansatz dazu, diese beiden Generationen, den Anfang und das Ende des Lebens zusammenzubringen, und auch ein Zeichen der Gemeinde, dass sie genau dort ansetzen. Ich glaube, es ist genau der richtige Weg, an der einen Seite dafür zu sorgen, dass es den Kleinen hier gut geht, dass auch Familien gerne hier kommen, die dann natürlich auch eine Infrastruktur vorfinden, und da haben wir vorhin schon drüber gesprochen,
dass die Beschulung möglich ist, und zwar eine vernünftige Beschulung mit einer vernünftigen Sporthalle möglich ist, dass wir eine Kita haben, und dazu gehört auch so ein Spielplatz. Und ganz wichtig ist, dass unsere Senioren auch partizipieren können. Und da wird das diese in einer super tollen Idee zusammengeführt. Ich weiß nicht, wer die Einzelinitiatoren waren, die damals die Grundidee mal brachten dazu. Ich kann sowas nur befürworten, auch wenn wir im Ergebnis gesagt haben, Mensch, ganz schön teuer geworden. Aber genau das sind die Dinge, wofür eine Gemeinde ihr Geld ausgeben sollte. Und ich kann der Gemeinde Borkheide dann nur gratulieren. Unser Part als Amt ist nur der Umsetzungspart gewesen. Also wir setzen die Ideen der Gemeinden um. Und ich glaube, das ist in diesem Zusammenhang hier gut gelungen. Alles klar. Vielen Dank und viel Spaß heute. Ja, danke Marco. Und dann würde ich sagen, die Bodyguards öffnen das Tor. Na dann, auf die Plätze fertig, los.